Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Wir zocken heute Into the Radius auf der Pico 4. Das Game ist heute erschienen, kostet 29,99 € und ja, ich habe es bereits auf Steam VR euch mal vorgeführt auf meinem Kanal. Werde ich auf jeden Fall mal in die Beschreibung packen und auch am Ende des Videos mal verlinken. Dann könnt ihr mal schauen, wie sich das Spiel gemacht hat. Es ist natürlich viel passiert, ich habe lange nicht mehr reingeschaut. Into the Radius ist ein Mystery-Survival-Shooter, sage ich einfach mal. Man ist in einer Welt, wo man nicht ganz genau weiß, was ist hier los. Überall lauern Gefahren, Anomalien, die einen umbringen wollen. Und ja, das Game hat sehr viel Realismus, Waffenhandling sehr realistisch und man muss auch per Karte navigieren. Ist nicht für jedermanns, ist nicht jedermanns Sache, aber es macht auf jeden Fall was her, es macht Spaß. Aber es ist jetzt nicht ein Game, wo man mal kurz reinspringt und dann mal direkt Spaß hat. Also dann, man muss schon sehr viel lernen und auch ja, versuchen zu überleben. Also richtiges Survival-Game. Ja, gehen wir mal ganz kurz das Menü durch. Wir haben hier einmal die Gameplay-Option. Da können wir auswählen, ob wir sitzen möchten. Glättungsintensität beim Zielen. Ne? Da müssen wir mal schauen, was das alles ausmacht. Virtueller Bestand bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Vignettendrehung, also wenn wir uns drehen, dass wir eine Vignette sehen, so ein Kreis, der sich zuzieht im Sichtfeld. Vignettenlauf ist das gleiche, wenn wir laufen, dass eine Vignette kommt, wollen wir nicht, also ich will es nicht. Fallen gelassene Gegenstände hervorheben, lassen wir erstmal auf ein, ist vielleicht ganz gut, wenn man im Eifer des Gefechts eventuell was fallen lässt, dass man dann nicht so schnell findet. Ja, dann haben wir hier die Sprache, ist Deutsch. Wir werden wahrscheinlich nur deutsche Texte haben, also Sprachausgabe wird hier nicht dabei sein. So, dann haben wir die Steuerung. Können wir uns aussuchen, ob wir drehen glatt wollen, also wirklich mit Thumbstick oder Snap-Turn. Das wäre spontan. Ne? Da haben wir hier die 45 Grad Drehwinkel, den können wir auch anpassen, wie wir wollen. Ich lasse erstmal auf glatt. Man kann dann auswählen, wie schnell das Ganze vonstatten gehen soll mit dem Drehen. Ne? Hier sehen wir uns ja. Machen wir mal langsamer. 0-0 geht gar nichts mehr und ne? Also ich empfehle für Leute, die Probleme mit Motion Sickness haben, definitiv spontan zu nehmen, also dieses Snap-Turn, dieses stufenmäßige Drehen ist einfach besser. Ja, Bewegungsmethode normal, Blitzen wird Teleport sein, aber ich möchte mich normal bewegen, Bewegungsrichtung, ob wir immer dahin laufen, wenn wir nach vorne drücken, dahin, wo der Kopf auch zeigt, das lassen wir so. Greife die Schublade mit Triggertaste oder mit Greifentaste. Ich würde sagen, Greifentaste ist eigentlich am sinnvollsten. Müssen wir auch mal schauen. Dann haben wir noch dominante Hand, ist bei mir die rechte. Also Rechtshänder und die Linkshänder haben auch hier ihren Spaß. Outfit-Slots, rechte Hand. Und dann haben wir hier System, da haben wir die Gesamtlautstärke, die Geräuschlautstärke, Umgebungslautstärke. Die Musik habe ich ein bisschen runtergefahren und Untertitel anzeigen ein. Das lasse ich einfach auch mal. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir ins Game und ich bin gespannt, wie das Game so auf der Pico ist. Genau, hier sind wir jetzt scheinbar wirklich im Tutorial. Okay, da machen wir das Ganze. Habe ich noch nicht gemacht. Und ich muss sagen, es sieht echt nicht schlecht aus für die Pico. Die Hinweise folgen deiner Hand. Bewege sie, damit du sie besser lesen kannst. Na, guck mal, hier haben wir so einen kleinen Computer. Wähle die dominante Hand. Rechts. Normal. Kopf. Greifmethode. Halten. Bewegung glatt. Ja, du kannst sie jedes Mal anpassen. Haben wir eben eigentlich schon gemacht. Drehe dich mit dem rechts Daumenstick zur Seite. So und so. Das sind leuchtende Partikel. Wir gehen jetzt mal kurz hier schauen. Okay. Wow.
Ich fühle sie, ich spreche mit ihnen. Aber sind es Menschen? Sie sehen so aus. Warum können sie mich nicht hören? Okay, die ist kaputt. Sieht schon unheimlich aus, ne? Also, ich habe gerade schon Gänsehaut, muss ich sagen. Ich bin ja sowieso so ein kleiner Schisser. Okay, da sind wieder weiße Partikel. Nutze rechts Daumenstick-Klick, um in den Ducken-Modus zu schalten. Ah, okay. Ah, da müssen wir mal schauen, oder? Hallo? Ah, scheint besetzt zu sein. Yes? Da. Doch, Sprachausgabe. Also ich habe das Spiel ganz, ganz früh, da war es noch sehr, sehr in der ganz frühen Alpha-Version habe ich es gespielt. Come closer. Die haben natürlich sehr viel eingebaut jetzt, ne? Muss man sagen. Hi. Oh, you can hear me. I kept trying to speak to others, but they couldn't and... Oh, help me, please. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich klettern. Klappt auch ganz gut. Liegt da was? Ich mache nur so einen Stein. Okay, komm, springen wir mal runter. Okay, wir haben auf jeden Fall was abgezogen bekommen. Aber das war wahrscheinlich so gewollt. Hebe den Heilungsinjektor aus der Ferne auf. Wähle ihn, indem du Trigger drückst. Ah, okay. Okay, jetzt werden wir geheilt langsam. Okay. Haben wir schon mal was gelernt? Ah, guck mal, hier haben wir auch den Rucksack. Aber wo ist jetzt das Messer? Ah, okay. Strange. Ich gehe mal ins Licht. Ich fühle, dass etwas passieren wird. Mein Herz pocht, obwohl ich es nicht spüre. Ich bin sicher, dass er kommen wird. Okay. Das vielleicht rund benutze, auslösen. Okay, so kann man den Knopf per Knopfdruck die anders halten. Aha, ja auch nicht schlecht. Eins war es meine Heimat, aber jetzt ist sie verödet. Wann ist das passiert? Ich glaube, das ist schon vor sehr langer Zeit passiert. Okay. Wir packen sie mal einfach hier in den Busslot.
mal da runter. Hier brauchen wir wahrscheinlich jetzt... Ah, hier ist Wasser, okay. Das sind Gegner, die können uns wirklich töten. Die müssten wir dann mit einer Pistole auch bekämpfen. So. Schieße auf die Ziele, bis das Magazin leer ist. Nimm jetzt die Munitionskiste. Genau. Wie wir sehen, wir müssen wirklich Patrone für Patrone nachladen, ne? Und so kann man sie auch raustun, wieder mit Trigger, ne? Okay, mehr geht da scheinbar gerade nicht. Du kannst die Munition einzeln aus der Kiste, aus dem Magazin nehmen, die Kiste und drücke auslösen. Ja, wie wir hier sehen. So, ne? Wir packen mal alles ein hier. Strange, die Viecher, ne? Also vom Grafischen her vollkommen in Ordnung. Genau, und das ist jetzt was Besonderes. Wir müssen jetzt Patronen, wenn wir durchs Gelände gehen, müssen wir immer Patronen schmeißen. Um wirklich zu gucken, wo sind diese Anomalien. Und wo ist frei? Da ist wieder was. Großmutter Mascha hat mich in die Kirche gebracht, damit ich einmal in den Himmel komme. Das ist aber nicht der Himmel. Sieht nach gar nichts aus. Das ist mal gar nicht der Himmel. Nee, das stimmt wohl. Okay. Hi. We need to make sure you stay that way. This is no place for the living. Go into the fog. See what's out there. Your memories will guide you. Now that we've made this connection, I can find you anywhere. Okay, dann gehen wir mal in den Nebel. So, das ist unsere Station. Das Game soll wohl ungefähr 20 bis 30 Stunden Spieldauer haben. Ich kann es nicht. Stop. Authorized personnel only. Raise your hands above your head for identification. Greetings, Explorer. This message is to remind you that you are the UNPSC field officer aiding our research of the Bajorsk Radiant Anomaly. Congratulations on your contract extension. Your security level has been reset to zero due to long. So, hier haben wir unsere Station. Please proceed to your room and continue the missions. We are hoping for complete cooperation. So, den nehmen wir einfach mal mit. Um schnell Gesundheit wiederherzustellen, verwende einen Erste-Hilfe-Kasten. Nimm den Heilungsinjektor in eine Hand, drücke den Trigger und stecke ihn in eine andere Hand. Fertig. Okay. Ach so. Ach, das ist ja cool.
Wir haben keine Batterien. Hand abspielen, wir haben nichts gefunden. Missionen, die erste Expedition. Hervomail-Strecke, oberste Priorität. Besorge die fehlende Forscherarmbanduhr. Versuchen wir das auf jeden Fall. Ich will jetzt auch nicht komplett mit euch spielen hier. Wir machen mal eine Mission. Ich zeige euch mal das Ganze mit dem Tutorial. Ihr habt da natürlich auch schon ein bisschen was gesehen. Ja, hier ist unsere Werkbank. Hier können wir nachher wirklich, man soll wohl auch Schusswaffen reinigen können und ja, wenn die Ladehemmungen haben und so weiter und so fort. So, schaut mal hier. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal Patronen, Magazine. Ich schaue es mal ganz kurz, dass ich... Ja. Ja, das ist unsere Karte, cool. Ja. Globale Karte. Missionen, Tagebuch. Ja, schauen wir uns auf jeden Fall gleich nochmal an. Ah, guck mal, hier sogar eine Lampe. Das ist cool gemacht. Muss man sagen. So, jetzt werden wir aber erstmal Patronen auffüllen. Ich glaube, mehr Schuss gehen hier gar nicht ins Magazin rein. Ne? Habt ihr gesehen, sehr verrostet. Ich weiß nicht, kann man... Silikonöl. Naja. Können wir schon mal gefüllte Magazine auf jeden Fall auch mitnehmen, falls wir mal im Gefecht relativ schnell was machen müssen. Aber so wirklich gefallen tut die mir jetzt nicht. Die sieht jetzt nicht wirklich sauber aus. So, wie war's? Lange auf den Knopf hatten. Ankleidemodus, nein. Guck mal, hier ist da sogar eine volle. So, dann lassen wir die mal hier liegen. Das weiß ich nicht, ist die auch voll? Ach, die ist auch voll, okay. Okay, dann packen wir die so ein. Zwei Magazine. Ja, okay. Ja, sollten wir... Messer sollten wir auch einpacken, glaube ich, oder? Das klappt gut. Wir hatten hier einen Slot, oder? Genau, so ist, glaube ich, besser. Dann haben wir hier das Messer. Hier haben wir Injektor. Das passt ganz gut. Genau, hier ist auch alles drin. Ist nämlich verdammt ist gesichert. Ach, jetzt habe ich das echt vergessen. Ah, okay, einmal nur kurz drücken. Sehr gut. So, Mission haben wir. Läuft. Schauen wir mal ganz kurz hier um. Ja, hier haben wir eine kleine nette Ecke. Hier ist Kuchen. Ach, guck mal, sogar Duftstäbchen haben wir hier. Ah,
Wie geil ist das denn? Okay. Gehen wir erstmal raus und dann schauen wir mal, was uns da so erwartet. Genau, man läuft einfach immer in den Nebel rein. Und dann startet dann die Mission. So, jetzt müssen wir mal schauen. So, nach M1 müssen wir. Das scheinen wir zu sein. Das heißt, wir müssen uns so hier ein bisschen an dieser Kurve halten. Und dann kommt so ein kleiner Weg. Und den müssen wir dann rechts rein. Okay, versuchen wir einfach irgendwie zu schaffen. Jetzt muss ich nochmal schauen. Genau, hier haben wir unsere... Weil wenn wir in diese Anomalien reinkommen, wird uns direkt auch Energie abgezogen. Da kommt schon ein Gegner auf uns zu. Zusammen, glaube ich, ne? Ah, man muss dann direkt noch mal auf den schießen. Okay. Noch mal direkt nachladen, bevor wir hier in die Petrolie kommen. Da, komm. Okay. Was hat der denn hier? What's this funeral hum again? Just got the new coil installed, should work all right. We gotta lock the thing up before some sneaky bastard breaks in and steals it again. Okay. Where did the key go? Hier wird noch nichts Großartiges mit Anomalien sein, glaube ich. Da sind wieder Gegner und hier müssen wir auf jeden Fall die Armband versuchen. Okay. Mission. So, was muss man suchen? Deine erste Mission, finde die Armbanduhr deines verschwundenen Vorgängers, denn darauf sind wertvolle Daten gespeichert. Okay. Ich erinnere mich nicht an meinen Namen. Ich weiß auch nicht, warum ich hier bin. Der Blockposten war mein Grab. Ich war unvorbereitet hineingegangen. Und dann war ich plötzlich umzingelt. Die Soldaten feuerten ein Magazin nach dem anderen auf eine Betonbarriere ab, hinter der ich mich versteckt hatte. Das Geballerte dauerte gefühlt einige Stunden. Ja, wichtig ist natürlich auch looten. Looten ohne Ende. So. Alles mal in die Tasche rein einpacken. Hier haben wir noch Essen. Ich hätte jetzt gedacht, dass man das direkt so in den Rucksack packen kann. So,
bevor wir jetzt weitergehen, würde ich mich entscheiden, nochmal nachzulegen. So. Bevor wir reingehen, gehen wir nochmal hoch. Schon so eine bedrückende Stimmung, ne? Schrotmunition. Okay, wir haben natürlich jetzt nichts für Schrot. So, ganz kurz schauen. Ja, okay. So, die einzelnen, die wir jetzt hatten. Aber viel Munition haben wir nicht. Hier kann man auch nicht aufmachen. Ah, okay, hier sieht man dann wirklich, okay, hier ist eine Anomalie. Okay, der hat es auch hinter sich. Die werden natürlich alle hinter sich haben. Immer so ein Freund von Koop-Modus. Würde ich jetzt auch cool finden. So, da haben wir die Armbanduhr, die wir suchen sollten. Und auch jetzt haben. Zahnbürste. Natürlich gut, ne? So. Oh. Help me, please. That wasn't really me, just an image. I'm trapped somewhere terrible. I don't know where, just that it's dark here. And I can't move. I'm so sick of this place, whatever it is. My name's Katya, by the way. Katya, hi, Katya. I'm so glad I found you. Finally, I'm not alone. Deine Hand. Ja, wenigstens ist jetzt hier auch eine richtige Story dahinter. Das gab es vorher auch nicht. Jetzt schauen wir nochmal. So, zurück zur Basis. Und dann kann man natürlich jetzt zur Basis zurück, sich eine neue Mission holen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch nochmal zur Basis und dann suchen wir uns nochmal eine neue Mission. Oder ich zeige euch nochmal eine neue Mission, was da jetzt noch kommt. Und ja, dann würde ich auch die Aufnahme beenden. Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wie das Game hier auf der Pico läuft, und es läuft super smooth, also überhaupt kein Problem mit Ruckeln. Die Steuerung funktioniert echt top. Der Typ steht hier noch immer. Hi. What's this unlocked hum again? Just got the new coil installed, should work all right. Gotta lock the thing up before some sneaky bastard breaks in and steals it again. Where did the key go? Kann man hier oben noch mal kurz hin? Hier noch was Cooles. Okay, hier scheint erstmal safe zu sein, ne? Also hier ist auch Toilettenpapier. Alles mitnehmen. Wer weiß, für was wir das noch brauchen. So, ja. In harte Zeiten, ne? Da muss man auch Toilettenpapier mitnehmen. Haben wir ja bei der Corona-Pandemie gelernt, ne? Aber die Summen, was der meint, höre ich natürlich auch und ihr auch, ne? Ah, guck mal hier.
Ja, das ist natürlich super wichtig, dass man immer wirklich alles auch mitnimmt, aufsammelt, damit man auch genug Munition hat, nachher Waffen hat und so weiter. Nahrung, weil natürlich wird es nachher noch viel, viel größeren Radius geben und da muss man natürlich auch Nahrung haben, Nahrung mitnehmen, um den Weg zu überleben. Aber, ich muss noch mal ganz kurz auf die Karte schauen, wenigstens sieht man jetzt auf der Karte, wo man selbst ist. Das gab es früher auch nicht. Also früher musste man sich wirklich an alle Gegebenheiten orientieren. Okay, da ist jetzt ein Gebäude, ist das das auch und so weiter und so fort. Also man musste sich wirklich daran orientieren. Das muss man jetzt scheinbar nicht mehr so krass machen. Benutze den Computer im Eisenbahnwagen, um deine Waffen zu verbessern oder zu reparieren. Müssen wir auch wieder so machen. So, dann gehen wir auf jeden Fall mal in den Eisenbahnwagen. So, willkommen zurück. Lieferung. Okay, die Armbanduhr muss man jetzt da reinlegen, die wir gesammelt haben. Aber wo ist die jetzt hingekommen? Da ist sie, da ist sie. Okay. Belohnung 1500. 1500, Zugangsstufe wurde verbessert. Weiter zum Schießplatz, das machen wir auf jeden Fall noch. Stelle Gesundheit her, brauchen wir nicht, wir haben volle Gesundheit. Ja, hier kann man sich auch Equipment dann kaufen, ne, wenn man jetzt nichts mehr hat. Leuchtgranate, Heilungsinjekte und so weiter. Das kann man sich dann für die Mission kaufen. Zum Schießstand gehen wir jetzt gleich, aber ich möchte jetzt hier nochmal hin. Weil ihr habt jetzt hier auch die Möglichkeit, die Sachen, die wir gefunden haben. Ich weiß nicht, was alles wo, wie viel wert ist, aber man kann da natürlich hingehen und diese Sachen dann wahrscheinlich auch verkaufen. So, Nahrungssachen packen wir dann da hin. So, Heilungsinjektor will ich immer da lassen. Okay, Kraftwerk, da hätte man dann auch noch hingehen können. Die Munition, die man noch gesammelt hat. So, jetzt gehen wir aber zum Schießstand. Ist aber schon cool geworden, muss ich sagen. Das macht jetzt einen fertigeren Eindruck als noch vor einiger Zeit, wo ich es getestet habe. Überlebenstraining ist immer gut, ne? Welcome back, Explorer. This is the UNPSC training facility. To confirm your access level, you must pass a qualification test. Upon completing the procedure, you will be granted rights to buy better equipment. Drücke und halte Auslösen gedrückt, um den Wurfmodus zu aktivieren. Ah. Das ist gut. Das gefällt mir.
Ja, habe ich doch schon gemacht. Okay, warte. Dann muss ich mal kurz umschwenken. So. Jetzt haben wir hier und hier. Aber hier. Artefakte kann man in großen Anomalienhaufen finden. Sie sind einiges wert und manche davon besitzen besondere Eigenschaften. Um den Detektor sicher aufzubauen, steckst du ihn in einen Slot an deiner Brust. Okay. So viel Messer brauchen wir jetzt nicht, ne? Das ist ein kleiner, das ist eine Kartoffelbatterie. Das ist cool. Der Detektor kann auch spezielle Monster aufspüren. Gott. Das kann man leichter sprechen und erzeugt einen Satz von Schritt, an dem wir uns nicht getroffen haben. Und jetzt? Flutanzeige. Während dich Flut in der Nase, musst du dich nicht in Panik machen. Die Flut tötet dich nicht, aber sie versetzt dich an einem zufälligen Ort. Noch kommt die Flut nicht. Keine Sorge. Wenn dir das Geräusch auf die Nerven geht, drücke einfach den Knopf, um die Flutanzeige auszuschalten. Ja, wir lassen die an. Wir wollen ja alles miterleben, ne? Oder wir machen die doch gleich aus. Diese Mag ist in einem schlechten Zustand. Gegenstände, die in schlechtem Zustand sind, können klemmen oder nicht richtig funktionieren. Okay, das sieht man an diesem Reparationsstatus wahrscheinlich. Hier geht Waffe und schieße auf die Ziele. Okay.
erreicht, dass er nicht dann einfach... Ja, okay. Also wenn die klemmen, muss man manuell nochmal nachziehen und gut ist, okay. Und das wäre mit dem Klemmen eben auch passiert mit der Waffe, die ich eben bei uns im Lager hatte. Die wäre genauso hängen geblieben. Ne? Ich habe dann aber Videos gesehen, wo man die wirklich dann auch manuell selber reparieren kann. Das ist eine gute WD-40. Ach, guck mal. Stufe blau und darunter benutzt du einen Ladestock und Papier. Jetzt wird uns gezeigt, wie das hier... Na guck mal, dieses Papier hatten wir ja auch gefunden. B zum Öffnen der Gegenstandinfo für den Lagerstock. Repariert Waffen mit dem blauen Alarm befestigt ein Tuch. Nochmal. Normalerweise würde ich jetzt WD-40 noch da drauf sprühen. So, jetzt ist sie komplett repariert, ne? Wenn man jetzt diese hier nimmt, na, guck mal hier. Kann ich gar nicht reparieren oder lässt mich das Spiel jetzt gerade nicht machen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Okay. Dann gehen wir weiter. Despite our best efforts, the only ones able to enter the radius, the former inhabitants of Pechorsk, die of organ failure. So, hier sind wir wieder und ich würde sagen, hier beenden wir das Video auch. Ich muss sagen, cooles Game, hat was und hier kann man mit Sicherheit viel Zeit verbringen und ja, natürlich bessere Waffen, bessere Ausrüstung, dann kann man auch richtige Fights mit den Gegnern haben. Ich meine mich zu erinnern, es gibt auch Gegner, die wirklich nachher schießen können. Richtige Soldaten dann, die dann auch schießen, die haben mich damals auch erledigt. Und ja, gerne mal eure Meinung zum Game unter die Kommentare. Was sagt ihr dazu? Und werdet ihr euch das für die Pico jetzt kaufen? Kostet 29,99 und ja, für 20, 30 Stunden Spielspaß ist es vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Wir haben hier verdammt gut dran gearbeitet. Also das macht jetzt einen fertigeren Eindruck als noch vor einiger Zeit, wo ich es getestet habe auf SteamVR. Und ja, also für alle Leute, die die Pico 4 haben, könnt ihr zuschlagen, meiner Meinung nach.
wer auf so ein Genre überhaupt steht. Also man muss wirklich auf Survival und Mystery stehen und dann wird man hier auch seinen Spaß haben. Ja, Leute, ich sag jetzt mal Dankeschön fürs Zuschauen und ich würde mich natürlich auf ein Like freuen, Abo-Button nicht vergessen und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.